Jo. Vorab noch eins, ich hoffe, ich werde dieses Video ohne Hustanfälle überstehen. Es kann natürlich sein, dass ich noch mal einen habe. Ich bin immer noch leicht krank, aber ich habe meine Stimme Gott sei Dank inzwischen wieder. Und ja, nur dass ihr vorgewarnt seid, falls ich einen Hustanfall habe, es tut mir leid. Ich schneide ihn dann am besten raus. Ich glaube, das wird das Klügste sein, wenn ich ihn rausschneide. Lassen wir das Thema einfach. Hallo ihr Lieben, heute soll es wieder um die letzten drei Bücher gehen, die ich gelesen habe. Ich verlinke sie wie immer um mich drumherum nochmal mit hin. Dann könnt ihr zum jeweiligen Buch klicken, wenn ihr wünscht. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Das erste Buch, was ich gelesen habe, war Voll erwischt von Ellen Sommer. Ich hatte dieses Buch mit in meinem London-Urlaub, weswegen es jetzt leider etwas lediert aussieht. Aber so ist das halt, wenn man das Buch den ganzen Tag in der Handtasche mit rumschleppt. Ich stelle es mal hier hin. In diesem Buch geht es um Lille. Und Lille zieht von Bayern nach Wuppertal zu ihrer Großmutter für ihr letztes Schuljahr, worauf sie so eigentlich überhaupt keine Lust hat, aber sie akzeptiert das Ganze und ja, freut sich halt auch eigentlich, glaube ich, schon ein bisschen auf ihre Großmutter. Und sie hasst den ersten Schultag, sie hasst es, die Neue zu sein. Ich glaube, das kann jeder von uns nachvollziehen. Ich glaube, niemand ist gern irgendwo der Neue oder der neue Schüler oder was auch immer. Also was das betrifft, habe ich voll mit Lille mitgeführt. Das tat sie mir echt voll leid. Und auf jeden Fall kommt sie dann in diese neue Schule, lernt aber wirklich sehr, sehr schnell neue Leute kennen. Zum einen Sarah. Sarah entwickelt sich sehr schnell zu ihrer engsten Vertrauten. Und dann haben wir noch auf der anderen Seite Chris. Und Sarah und Chris gehören zu einer Handball-Clique und wie es der Zufall so will, hat Lille in ihrer alten Heimat auch Handball gespielt. Deswegen ist noch ein Pluspunkt ist und sie dann auch sich gleich an die hiesige Handballmannschaft noch mit anknüpft und dadurch auch wieder mehr Kontakt zu anderen in ihrem Alter hat. Es wird sehr, sehr schnell klar, dass Lille mehr für Chris empfindet als für alle anderen Jungs. Und ja, mehr möchte ich zum Inhalt eigentlich auch gar nicht sagen. Man kann sich dann denken relativ schnell, dass es in diesem Buch vorrangig um die Liebesgeschichte zwischen Chris und Lille gehen wird. Und mehr möchte ich zum Inhalt eigentlich auch gar nicht sagen, sonst verrate ich viel zu viel. Dieses Buch hat ja nur kurze 246 Seiten, wenn man den Epilog mit einrechnet. Und ich möchte einfach nicht zu viel vorwegnehmen an dieser Stelle. Was ich zur Handlung sagen kann, es ist eine Liebesgeschichte. Wie gesagt, diese Liebesgeschichte hat einen mystischen Einschlag so ein bisschen. Wobei ich aber finde, dass es in diesem ersten Teil, dieser mystische Einschlag, leider ein bisschen zu kurz kommt. Also man weiß, dass es ihn gibt, aber es wird nicht wirklich erklärt, was es mit dem Ganzen auf sich hat. Und das fand ich doch ein bisschen schade, weil dadurch das Ganze sehr schnell im Kopf in den Hintergrund gerät und man das sehr, sehr schnell vergisst, dass er eigentlich ja noch da ist und sich dann zwischendrin bei manchen Szenen immer wundert, hä? Wieso? Weshalb? Warum? Was ist da jetzt gerade los? Und das fand ich so ein bisschen schade. Da hätte ich mir gern, was das betrifft, ein bisschen mehr gewünscht. Ich weiß aber, dass das im zweiten Teil etwas mehr in den Vordergrund rückt. Die Nini hatte letztens auch eine Rezension zu Band 1 und Band 2 gemacht. Sie hat beide Bücher gleich hintereinander weggelesen. Ich verlinke euch ihre Rezension dazu einfach mal unten in der Infobox. Schaut bei ihr einfach nochmal rein. Und sie hat gesagt, im zweiten Band wird das Ganze dann auch mehr erläutert und rückt das Ganze etwas mehr in den Vordergrund. Aber wie gesagt, ich fand es halt ein bisschen schade, dass es hier im ersten Teil nicht so aufgegriffen wurde und nicht so schon mal erläutert wurde, wieso, weshalb, warum, was hat das Ganze jetzt damit auf sich. Ansonsten fand ich die Handlung wirklich gut. Es ist halt eine Jugendliebesgeschichte und jeder weiß, der mal jung war oder gerade jung ist, dass es an einem bestimmten Alter sehr, sehr viele Dramen gibt und dass man halt sehr viele Sachen auch immer überdramatisiert und alles immer gleich in einem großen Weltuntergang endet. Und obwohl es auch manche Sachen vielleicht auch gar nicht so schlimm sind, wie sie auf den ersten Blick erscheinen. Und ich finde, das kommt in diesem Buch ganz gut rüber. Ansonsten kann ich noch zu diesem Buch sagen, wir lesen hier aus mehreren Sichtweisen. Wir lesen hier einmal aus der Sicht von Lille, einmal aus der Sicht von Sarah und aus der Sicht von Chris, was mir ganz gut gefallen hat, weil man so einen guten Einblick auf die drei bekommen konnte und auf das jeweilige, was sich bei den dreien gerade abgespielt hat. Die Handlung hat man auch einen sehr guten Einblick bekommen und hatte das halt nicht nur dieses, sage ich jetzt mal, eindimensionale nur von einem Protagonisten. Das fand ich ganz gut. Ansonsten hat mir der Schreibstil auch ganz gut gefallen. Er war typisch für ein Jugendbuch halt ganz einfach und locker leicht gehalten. Ansonsten, ja, kann ich, wie gesagt, nichts weiter zu diesem Buch eigentlich auch sagen. Es sind nur knappe 246 Seiten. Und wie gesagt, dieser mystische Aspekt, der hat mir so ein bisschen leider gefehlt. Und ich hätte mir für dieses Buch vielleicht wirklich gerne noch gewünscht, dass es vielleicht so 50, 80 Seiten mehr gehabt hätte. Einfach, dass man an manchen Stellen in der Geschichte einfach ein bisschen mehr noch auf die jeweilige Szene, auf die jeweilige Reaktion der Protagonisten hätte eingehen können. Um das Ganze vielleicht einfach für mich als Leser noch ein bisschen mehr einfach an die Protagonisten heranzuführen. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist nicht schlimm, so wie es ist, um Gottes Willen, aber ich hätte mir einfach gerne hier ein bisschen mehr gewünscht, dass ich mich persönlich einfach halt ein bisschen mehr noch an die Protagonisten hätte binden können. Aber so ist es okay, es sind halt wie gesagt
so 250 Seiten und irgendwo muss man ja, wenn man so ein knappes Buch schreiben möchte, auch kürzen und das Ganze irgendwie einhalten. Ansonsten kann ich jetzt sagen, dass Voll erwischt eine niedliche Liebesgeschichte ist, die mit ihren Dramen und ihren Handlungen einen doch schon sehr an seine eigene Teenagerzeit vielleicht auch mal zurückerinnert. Das zweite Buch, was ich gelesen habe, war dieses hier, Das Erbe des Flammenmädchens von Samantha Young. Das ist der zweite Teil der Flammenmädchen-Reihe. Auch dieses Buch hat so ein bisschen Schaden genommen, weil es in der Handtasche hatte die ganze Zeit, aber naja, gut. Ist nicht zu ändern. In diesem Buch geht es immer noch um Ari und Ari hat herausgefunden, dass sie ein Djinn ist und dass die etwas ganz, ganz Besonderes noch obendrein ist und kein einfacher Djinn. Und die Djinn-Könige versuchen in dem zweiten Teil immer noch Ari für sich zu gewinnen und auf ihre Seite zu ziehen, denn Ari ist der Schlüssel zu etwas ganz, ganz Großem. Und ja, mehr kann ich zum Inhalt eigentlich auch nicht sagen, weil sonst verrate ich viel zu viel und ich spoile euch. Aber wie gesagt, es geht halt immer noch um Ari, die versucht irgendwie den Djinn zu entkommen, weil sie halt keine Lust hatte, in diesen ganzen Machenschaftskrieg mit hineingezogen zu werden. Und dann geht es immer noch um ihren Bodyguard Jay, der sie ja beschützt und in den Ari sich ja verliebt hat, der sie aber nicht möchte. Und es ist sehr viel Drama auch in diesem Buch, was die Liebesgeschichte betrifft. Und ich muss aber sagen, im Großen und Ganzen hat mir der zweite Band auch wieder gut gefallen. Es war eine gute, durchschnittliche Geschichte auch auf jeden Fall und man hat gemerkt, dass es ein Übergangsteil war. Es ist jetzt von der Handlung her nicht so wahnsinnig viel passiert. Es ging hier mehr wirklich um die Liebesgeschichte zwischen Ari und Jay und wie sich das Ganze mit ihrem besten Freund Charlie noch weiterentwickelt. Und das Ende hatte hier schon einen fiesen Cliffhanger, weswegen ich dann auch irgendwann echt mal diese Reihe beenden möchte und weiterlesen möchte. Und ja, ansonsten kann ich sagen, Schreibstil ist von Samantha Young wieder typisch. Ich liebe ihn, er ist einfach so wahnsinnig schön. Und ja, von der Welt her sind wir immer noch in einer Urban-Fantasy-Welt, also unsere Welt mit Fantasy-Elementen. Und ich finde es immer noch sehr, sehr cool, dass es hier mal um Djinn geht. Das ist einfach mal was anderes als Hexen, Feen und alle möglichen Zombies und was weiß ich, was es sonst noch immer so gibt. Und ja, finde ich, ist einfach mal eine schöne Abwechslung für zwischendurch. Wie gesagt, mir hat der zweite Teil auch wieder gut gefallen und mehr kann ich dazu eigentlich auch gerade gar nicht sagen, ohne zu viel zu verraten. Und ich wollte dieses Video sowieso kurz halten, also I like den zweiten Teil und ich bin auf den dritten gespannt, weil der zweite schon echt ein relativ fieses Ende hat. Kommen wir zum letzten Buch für dieses Video und zwar ist das Battle Island von Peter Freund und ja, was soll ich zu diesem Buch sagen? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe dieses Buch gelesen, weil sich der Klappentext hinten drauf einfach richtig gut angehört hat und ja, ich habe mich eigentlich echt mega doll auf dieses Buch gefreut und dann habe ich angefangen zu lesen und nach 100 Seiten habe ich mir so gedacht, so, oh Gott, oh, es ist so anstrengend. Und das hat mir echt das Lesen ein bisschen vermies. Ich erzähle euch aber erstmal ganz kurz, worum es in diesem Buch geht. In diesem Buch geht es um Luisa. Und Luisa hat einen Freund, der heißt Tim. Und Luisa hat eine Mutter und einen kleinen Bruder. Und Luisa macht gerade ein Praktikum bei einer sehr großen, bei einem sehr großen Fernsehsender. Und eigentlich ist ihr Leben ganz schön und sie ist mit ihrem Leben auch sehr zufrieden. Bis sich eines Tages herausstellt, dass ihre Mutter schwer krank ist und es für die Krankheit ihrer Mutter eine neuartige Therapieform gibt, aber sie dafür ganz viel Geld braucht, denn diese übernimmt natürlich nicht die Krankenkasse, das muss aus eigener Tasche bezahlt werden und so steht Luisa vor dem großen Problem, wo kriege ich das Geld her? Die Lösung liegt quasi auf der Hand bei dem Fernsehsender, für den sie arbeitet, der feiert sein 5-jähriges Jubiläum und möchte für sein Jubiläum eine neue Show ins Leben rufen und die heißt Battle Island. In dieser Show geht es darum, dass 10 Jugendliche an, ich glaube, 10 oder 12 Tagen auf einer Insel sind, dort verschiedene Aufgaben erfüllen und versuchen, einen Goldschatz mit einem Million, also mit einem Wert von 1 Million Euro zu finden. Und natürlich möchte Luisa bei dieser Castingshow teilnehmen, denn sie hofft natürlich, den Schatz zu finden und damit das Geld für die, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Ja, auf jeden Fall möchte Luisa oder Lou, wie sie in diesem Buch oft genannt wird, das Geld gern haben, dass sie ihrer Mutter helfen kann, wieder gesund zu werden. Und so bewirbt sie sich für Battle Island und wird genommen. Was dann alles auf dieser Insel passiert und wer schlussendlich dieses Gold gewinnt, das verrate ich euch natürlich nicht. Aber wie gesagt, es hat sich wirklich vom Klappentext her sehr, sehr gut angehört und ich finde auch das ganze Thema mit dieser Fernsehshow wirklich sehr, sehr interessant und sehr, sehr spannend. Aber was mich bei diesem Buch einfach genervt hat, ist, man liest, man fängt an in dieser Geschichte auf Battle Island. Man wird mitten ins Geschehen geschmissen. Da sind schon einige Tage vergangen an der Szene, wo man ansetzt in diesem Buch. Und die Kandidaten befinden sich schon seit einigen Tagen auf Battle Island. Und man wird gleich ins Drama reingeschmissen.
was an und für sich okay ist, aber dann fängt das Buch an mit Rückblenden. Und das war für mich einfach nur nervig, weil man springt dann immer wieder hin und her, man springt dann zurück in die Zeit, bevor sie sich bei Battle Island beworben hat, bevor sie wusste, dass ihre Mutter krank ist. Dann springt man wieder an einen Tag zurück, der anknüpft jetzt an den Tag, wo wir schon mitten in Battle Island sind. Dann springen wir wieder zurück in die Zeit davor, dann wieder springen wir dahin. Und das geht die ganze Zeit so hin und her. Und dann springen wir irgendwann an den Zeitpunkt, wo die auf die Insel kommen. Und dann springen wir wieder dorthin. Und das hat mich einfach wahnsinnig gemacht beim Lesen. Man konnte sich nicht auf einen Handlungsstrang konzentrieren, durch dieses immerwährende Hin- und Hergehüpfe ist man immer wieder aus der aktuellen Handlung rausgerissen worden und ich hatte am Ende einfach keinen Bock mehr. Ich habe dann gedacht, du ziehst dieses Buch durch, du möchtest ja auch wissen, wer gewinnt und was am Ende noch alles passiert. Und ich muss sagen, dass von der Handlung her wirklich dann noch am Ende einiges passiert ist und dass da auch wirklich noch richtig gute Sachen passiert sind in diesem Buch, die für die Handlung wirklich richtig gut waren, die für die Charaktere wirklich richtig gut waren, was einen am Ende auch wirklich so ein bisschen noch voller Spannung da hat sitzen lassen, so, oh mein Gott, was passiert hier gerade? Aber dieses einfach immerwährend Hin- und Hergehüpfe, das hat mich wahnsinnig gemacht beim Lesen. Und ich habe gedacht, ich hatte echt zwischendurch keinen Bock mehr und ich hätte es am liebsten beiseite gelegt und hätte es gelassen. Aber ich dachte mir so, nein, du liest dieses Buch zu Ende. Ab einem bestimmten Punkt, aber ich glaube, so, das sind die letzten 100 Seiten, hört man dann auf mit diesem Gehüpfe und man ist nur noch in der aktuellen Handlung drin, was ich wirklich sehr, sehr gut fand. Und liest dann halt diese letzten 100 Seiten ungefähr die aktuelle Handlung, was dann halt alles noch passiert, die ganze Auflösung und das Ganze drum und dran. Und das hat mir wirklich richtig gut gefallen. Dann wäre dieses ganze Buch so gewesen, wäre es ein richtig gutes Buch gewesen. Aber so hat es mich einfach nur genervt. Gut, aber soviel zur Handlung. Kommen wir mal zu den Charakteren. Ich mochte Luisa als Protagonistin wirklich gern. Aus ihrer Sichtweise lesen wir das Ganze auch. Sie ist als Protagonistin ein recht starker Charakter, denn sie bringt hier im Vorfeld einiges auch an Erfahrung mit, welche sie auf Battle Island auch gebrauchen kann. Sie ist ein Mädchen, was schon sehr fest im Leben steht, aufgrund von Dingen, die in ihrer Vergangenheit auch passiert sind, was aber völlig in Ordnung ist. Und sie war auch wirklich sehr, sehr glaubwürdig dafür dargestellt, finde ich. Und ich mochte sie als Protagonistin wirklich sehr, sehr gern. Dann gab es noch andere Charaktere in diesem Buch, die mit Luisa auf dieser Insel waren, wo ich mir bei manchen dachte so, ja, gut. Sie waren so, wie sie dargestellt wurden und sie kamen auch so rüber, wie sie rüberkommen sollten. Es gab nur bei einem Charakter, er sollte ein Franzose sein und um diesen französischen Dialekt darzustellen, hat man das immer, diese ganzen Wörter mit Icht und Nicht und Scht, immer so ein Scht reingeschrieben. Und ich habe mir gedacht, was soll das denn? Warum macht man das? Warum schreibt man immer Icht und Nicht und Ill, nur dass man einen französischen Akzent darstellt. Das hat mich auch ein bisschen genervt. Also der Typ mit seinem französischen Akzent, den mochte ich gar nicht. Der ging mir tierisch auf den Keks. Und ansonsten mochte ich die Charaktere eigentlich ganz gerne. Wie gesagt, sie kamen so rüber, wie sie auch rüberkommen sollten, meiner Meinung nach. Die Guten gut, die Bösen böse. Und vom Schreibstil her weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, wie ich es finden soll. Also an und für sich, das, was geschrieben wurde, war okay. Aber durch dieses Hin- und Hergehüpfe hat mich einfach nur genervt und deswegen weiß ich beim Schreibstil her nicht so, wie ich empfinden soll, wenn ich jetzt wirklich nur ein einzelnes Kapitel betrachte und wirklich die Art und Weise, wie das geschrieben wurde, fand ich es recht gut, an manchen Stellen ein bisschen zu ausschweifend, aber ansonsten hat mir der Schreibstil im Großen und Ganzen wirklich ganz gut gefallen. Ja, so, was kann ich zu Battle Island noch sagen? Von der Welt her spielt es ein paar Jahre in der Zukunft, es ist jetzt keine Dystopie oder sowas, es ist einfach ein Jugendbuch, was ein bisschen weiter in der Zukunft spielt, einfach, ich glaube, es sind nur 5, 6, 7, 8 Jahre oder so, also es ist nicht wirklich viel. Wie gesagt, der ganze Ansatz von Battle Island von der Handlung her hat mir wirklich richtig gut gefallen, auch zum Ende wurde es wirklich wieder besser, aber dieses Ganze mittendrin und zwischendurch hat mir echt das Leseerlebnis ziemlich versaut. Aber wer damit keine Probleme hat und wer sagt, auch mich stört es nicht, wenn ich mal ein Stück da lese, ich finde das eher gut, weil es einfach ein bisschen Abwechslung reinbringt, für den wird das Buch mega Hammer sein. Aber wie gesagt, mich hat das eher genervt und deswegen hat es da bei mir vom Lesevergnügen her leider nicht so ganz gereicht. Ich habe dem Ganzen auf Goodreads 3 Sterne gegeben, einfach, ich sage das euch jetzt einfach mal, damit ihr mal so wisst, wie mein Empfinden für dieses Buch ist. Also es war ein gutes Buch, es war ein durchschnittliches Buch, es hätte wirklich besser sein können, aber durch dieses ganze Hin und Her und dass mich das immer wieder rausgerissen hat, habe ich dann hier einfach diese 2 Sterne abgezogen, weil es mich dadurch wirklich auch noch halb in eine Leseflaute katapultiert hat, weil ich einfach keine Lust mehr hatte. Und das fand ich sehr, sehr schade, aber sonst, wie gesagt, fand ich es einfach gut
Und wie gesagt, wer kein Problem damit hat, dass man hier ein bisschen mal hin und her springt von den Zeitformen, dem wird dieses Buch richtig gut gefallen. Das waren meine drei Bücher, die ich gelesen habe. Ich habe inzwischen noch ein paar andere Bücher gelesen, aber die mache ich dann irgendwie nächste Woche mal in einem extra Video noch, sonst wird das ja einfach alles zu lang. Wenn ihr eins von diesen Büchern kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung mal dazu unten in die Infobox. Ich bin auf jeden Fall in die Infobox, in die Kommentare natürlich, nicht in die Infobox. Ich kann in die Infobox schreiben, ihr doch aber nicht. Ihr wisst, was ich meine. Schreibt es unten in die Kommentare, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ansonsten wünsche ich euch wie immer noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss.